Ich grüße alle Zuschauer, die Kanal Service schauen. Heute wird etwas Leckeres gekocht. Meine Frau kocht heute. Sie überrascht uns mit einem schönen Rezept. Sie reibt Kartoffeln. Werden Kartoffeln gerieben. Was ich hier sehe, da kommen noch rote Beete. Also die geriebenen Kartoffeln habe ich hier. Dann haben wir Zwiebeln haben wir hier. Dann sehe ich hier Käse, dann sehe ich hier rote Beete. Ich bin sehr gespannt, was meine Frau zaubert. Sie hat reingemacht den Gewürz, indisches Gewürz, Garam Masala. Sie wird das ein bisschen anrösten. Und jetzt kommen die Zwiebel rein. Garam Masala ist eine indische Gewürzmischung mit Fenchelsamen, mit ein bisschen Koriander drin und alles andere Sachen auch. So, jetzt werden die Kartoffeln ausgedrückt ohne Saft. Und da rein. Die Kartoffeln müssen nicht sofort gekocht. So, da haben wir jetzt die schönen Kartoffeln mit den Zwiebeln. Und den Gewürzmischung Garam Masala. Die rote Beete sind schon fortgekocht. Und jetzt werden die Gewürz mit Salz. Pfeffer. So, die Kartoffeln werden ein bisschen gelöscht mit ein bisschen Wasser. Und dann jetzt kommen wir auf ein bisschen die Rühe. Also ein bisschen Wasser ablöschen, weil wir wollen keine Kartoffelröste haben. So, die Kartoffeln sind schon gar. Jetzt mache ich die rote Beete rein. Man kann auch mit anderen Gemüse nehmen. Man kann auch hier Kürbisrübe nehmen oder Mayo-Rübe nehmen. Oder Pastinaken kann man machen, die Gemüse, was man haben möchte. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Jetzt werden sie geschwenkt. Oh, das duftet so schön. Das sieht sehr gut aus. Ganz einfaches Essen, schnelles Essen, gesundes Essen. So, unser schnelles Gericht ist schon fast fertig. Jetzt kommt darauf Käse. Wow. Emmentaler. Kommt darauf. Jetzt werden wir die schmelzen. So haben wir Käse, jetzt werden die abgedeckt. Und jetzt Käse schmelzt darüber. Ganz einfach, ganz lecker. So, jetzt lassen wir die Käse schmelzen und dazu passt ein grüner Salat oder Gurkensalat dazu. Und ist eine Delikatesse. Unsere Gericht ist schon fast fertig. Jetzt kommt darauf Schnittlauch. Und daneben haben wir unsere Gurken, machen wir Salat davon und das sieht so lecker aus. Lasst euch schmecken, viel Spaß beim Nachmachen und bis nächste Video. Guten alles Appetit. Gute. Guten Appetit. Guten Appetit von meiner Frau auch für alle. Bleibt gesund und auf Wiedersehen.